Hi, ihr schon wieder. Herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Roll and Write im Freispiel. Oder du kniffelst gern, dann probier doch mal Tetris. Das ist nämlich Bricks von Wolfgang Warsch, bei Schmidt-Spiele erschienen in der Reihe Klein und Fein. Es lässt sich Tetris das Würfelspiel. Wie ihr das kennt aus den anderen Videos, jeder Spieler hat so einen Zettel, da machen wir Kreuze drauf. Und das geht um die Kollegen hier, die kennt ihr alle aus Tetris. Die haben bestimmt auch einen Namen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die einen Namen haben. Ich habe den vergessen, ich bin zu faul zu googeln. Wenn ihr wisst, wie die Tetris-Körper heißen, schreibt uns das unten in die Kommentare. Worum geht das jetzt hier? Wir haben wesentlich weniger Würfel als üblich zur Verfügung, nämlich zwei Stück. Den ihr aus Kindertagen kennt, den Farbwürfel. Und einen vierseitigen Würfel. Das kennt nicht jeder Rollenspieler, klar, die kennen sich damit aus. Ansonsten kann man das kurz erklären. Das ist so eine Pyramide. Und die Zahl, die oben steht, die ist auf allen drei Seiten der Pyramide die gleiche. Und wenn er jetzt zu liegen kommt mit der 3 hier oben, dann heißt das, ich habe eine 3 geworfen. So, jetzt bin ich dran hier als Spieler, schmeiß die Kollegen und habe jetzt eine blaue 2 gewürfelt. Das markiert sich jeder Spieler hier auf seinem Tetris-Übersichtsblock. Warum, komme ich gleich zu. Und dann müssen wir diese Tetris-Form auf unserem Zettel eintragen. Wie bei Tetris, die fallen halt von oben runter, ne, und sammeln sich hier unten. Da ist jetzt das hier ein ganz schlechtes Beispiel. Ich habe mal jetzt eine gelbe 2 gewürfelt. Das war Marco. So, die puzzelt jetzt von hier oben runter und dann kann ich die irgendwo einmalen. Das ist dieses L, das ihr kennt aus dem Tetris. So, zack. Habe ich da die Kreuze gemacht. Und dann schon ist der nächste Spieler am Zug. Ne? Wirft das, lapp, hat da ein neues Ergebnis. Wir markieren uns das, wieder die 2, diesmal grün. Und dann gibt es hier unten eine Leiste mit so Kreisen. Das sind sogenannte Energiepunkte. Die kann man ausgeben, indem wir zack hier ein Kreuz durchmachen, um den Marker auf dem Tableau zu verschieben. Jedes Energieding, das ich ausgebe, darf ich den Marker um einen verschieben und das symbolisiert, ich zeige das mal, damit es besser sichtbar ist, eben dieses Drehen der Teile um 90 Grad. Ne? Das kennt ihr auch aus Tetris, das kommt so runter und ihr könnt das so drehen, dass das da irgendwie in die Lücke reinpasst. Und das kostet uns eben in diesem Fall Energie, dass wir das drehen dürfen. Wie komme ich an diese Energie ran? An die Energie komme ich ran, indem ich da, wo diese Punkte sind, mit der entsprechenden Farbe übermalen. Wenn ich jetzt hier das schwarze Quadrat bekomme, 1, 2, 3, 4, habe ich das hier mit schwarz übermalt. Das bedeutet, ich kriege 2 Energie. Oder eine, das hängt ein bisschen davon ab. Das ist dann, damit kann man die Schwierigkeit einstellen. Genau, beim Normalfall bekomme ich dafür 2 Energiemarker, wenn ich es mit derselben Farbe überkreuze. Und kann dann eben häufiger die Sachen rotieren lassen. Wie bei Tetris, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, da ist jetzt hier so eine Lücke. Ne? Ich habe das L gemalt, habe da das Quadrat drüber und habe jetzt hier so eine Lücke. Die darf ich, wie auch im Gameboy Tetris, darf ich die durchaus füllen. Ne? Wenn ich jetzt hier dieses L nochmal würfel oder mir mit der Energie darüber kaufe, das so in der Form, dann kann ich imaginär das hier runterpurzeln lassen und wenn es hier ankommt, da reinschieben, ne? Sodass ich dann diese Lücke noch gefüllt bekomme. So. Das ist grundsätzlich die Mechanik. Worum geht das jetzt? Das geht natürlich um Siegpunkte und es geht tatsächlich wie bei Tetris darum, dass man Reihen abschließt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Tetris erinnert. Wenn immer wenn eine Reihe komplett voll war, dann ist die verschwunden. Das passiert hier nicht, aber wenn hier eine Reihe voll ist, dann ist das Punkte wert. Nämlich am Spielende bekomme ich für jede volle Reihe 5 Punkte, für jede Reihe mit 9 Kreuzen 2 Punkte, für jede Reihe mit 8 Kreuzen einen Punkt. Hier oben wird es verdoppelt, ganz oben sogar vervierfacht der Punktwert dieser Reihe. Und dann ebenfalls wie bei Tetris, wenn es mir gelingt, ich simuliere das mal schnell, zack, so, jetzt kriege ich hier so einen langen schwarzen Kollegen, den lasse ich hier runterpurzeln, 1, 2, 3, 4 und damit schließe ich gleichzeitig 3 Reihen ab. Das war bei Tetris schon immer super, gleichzeitig 2, 3 oder 4 Reihen abzuschließen. Jetzt kann ich hier unten nachgucken, ich habe eine Dreierreihe abgeschlossen. Das ist das hier, 1, 2, 3, kann ich mir hier 2 Kreuze machen. Das ist eine extra Siegpunktleiste, die geht bis hin zu 75 Sondersiegpunkten, die man am Ende bekommt, dafür, dass man eben große Blöcke oder mehrere Reihen auf einmal abschließt. Genau, die Bomben hier, die sind einfach nur dazu da, dass man mal was ignorieren kann, wenn es einem so gar nicht passt. Hat man die nicht benutzt, sind die Punktewerte am Ende. Ansonsten kann man eben bis zu 3 Mal sagen, nö, das will ich jetzt nicht reinmalen.
Genau, das ist Tetris, das Spiel, beziehungsweise Bricks aus dem Hause Schmidt. Fühlt sich tatsächlich an, als würde man analog gegeneinander Tetris spielen. Das ist ganz witzig. Schaut euch das mal an, ist wirklich gut. Wir haben es noch da. Und ja, wie immer, ich bin schlecht mit diesen Verabschiedungen. Ne? Deswegen Bricks spielen, was anderes spielen. Wenn ihr keine Würfel mögt, spielt doch einfach ein Kartenspiel. Hauptsache ihr spielt. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.